Was sind strukturierte Datentypen? Bisher hatten wir es immer mit einfachen Datentypen zu tun. Beispielsweise den Datentypen Int, Float, Character. Wie haben wir sie benutzt? Wir haben sie benutzt, um einfache Daten in einfachen Variablen zu speichern. Also ganze Zahlen in Variablen vom Datentyp Int oder reelle Zahlen in Variablen vom Datentyp Float. Aber in jetzt etwas komplexeren Programmen gibt es häufig einen bestimmten Zusammenhang zwischen Daten, zwischen mehreren Daten. Beispiele: Man hat eine Menge von Zahlen, die zu sortieren sind. Oder man möchte in einer Firma Personendaten verwalten. Und Personen? Ja, Personendaten bestehen ja aus dem Namen einer Person, seinem Alter, der Adresse, Gehalt und so weiter. Und hierzu gibt es sogenannte strukturierte Datentypen. Die erlauben die Zusammenfassung mehrerer Daten zu einer Einheit. Und man unterscheidet Arrays und Verbunde. In Arrays ist es erlaubt, Daten desselben Typs zu einer Einheit zusammenzufassen. Und Verbunde sind dadurch gekennzeichnet, dass die Daten, die zu einer Einheit zusammengefasst werden, unter Umständen unterschiedlichen Typ besitzen. Wie das hier bei den Personendaten ja der Fall ist. Name könnte ja ein String sein, Alter ist ein Integerwert und Adresse ist wiederum ein String. Und Float wäre beispielsweise der Datentyp fürs Gehalt und so weiter. In dieser Unterrichtseinheit werden wir uns mit Arrays beschäftigen. Das Thema Verbunde kommt dann in der übernächsten Unterrichtseinheit.